Kitzbühel hinter mir. Eine wunderschöne Gegend, oder? Und man sieht es jetzt auch. Vorher war es echt neblig. Und manchmal ist es in unserem Leben einfach neblig. Aber jetzt kannst du nach hinten schauen. Und es ist eine super, mega tolle Gegend, oder? Aber stell dir vor, in dem Hotel, wo wir sind, der Besitzer, der hat 12 Hotels hier in Kitzbühel. Und das sind keine kleinen Hotels. Das sind mega schöne Hotels. Man kann sich denken, wie kommt er zu 12 Hotels? Nun, er kommt nicht durch Zufall dadurch dazu, sondern er hat sich das ausgedacht und hat dazu und dafür gearbeitet, dass er 12 Hotels hat. Manchmal denken wir im Leben, mal schauen, was kommt und mal schauen, was passiert. Ja, aber 12 Hotels, das passiert nicht einfach so. Und deshalb möchte ich dich auch wirklich einladen, dass du dir das vorstellst, in deinem Kopf, was du möchtest und dann in die Richtung auch arbeitest. Gleichzeitig möchte ich aber noch etwas dazu sagen. Wir haben ein bisschen herumgefragt im Hotel und auch den Taxifahrer und auch in Kitzbühel die Leute, die wir getroffen haben, die hier einheimisch sind, was die denn zum Besitzer von diesen 12 Hotels sagen. Und sie sagen, ein super Macher, aber charakterlich haben sie so das Gesicht verzogen. Und ich denke, es geht darum, nicht einfach nur Erfolg zu haben, sondern es geht darum, dass du gleichzeitig auch charakterlich wächst. Und dazu möchte ich dich einladen. In meinen Seminaren. Charakterlich wachsen, Mindset-Arbeit und gleichzeitig auch Erfolg zu haben.